Willkommen zu Schmidt TV. Wir haben Anfang Oktober einen Haul gemacht. Jetzt hat sich wieder einiges angesammelt und das stelle ich euch jetzt vor. Als allererstes ein Geburtstagsgeschenk von einem sehr guten, eher besten Freund, würde ich sagen. 20 € Steam-Guthaben. Das wird sich auch für euch lohnen. Für Game Boy Advance. Kuru Kuru Kururin. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wie heißt das? Kuru Kuru Kururin. Ja, irgendwie, ich habe es, glaube ich, richtig gesagt. Das ist ein ziemlich cooles Game Boy Advance-Spiel. Ein Geschicklichkeitsspiel. Da dreht sich ein Stäbchen die ganze Zeit und man muss so eine Art Bahn entlang fahren. Ich kenne das Spiel aus den, wie heißt das, diesen GBA Probe-Zockstationen aus Kaufhäusern. Da hat es sehr oft Kuru Kuru Kuririn zum Zocken gegeben. Und das war, wenn ich mich richtig erinnere, sogar ein Launch-Titel des GBA. Es war eins der ersten Spiele, bei dem man mit einer Karte zu viert zocken konnte. Jeder hat ein Gerät gebraucht, vierer Gamelink-Kabel, ein Spiel und zu viert konnte man loszocken. Ziemlich cooles Game, wie ich finde. Muss ich noch durchzocken. Zum Geburtstag habe ich das hier bekommen: eine 2DS-Tasche. Da ich ja auch einen 2DS zum Geburtstag bekommen habe. Zusätzlich habe ich mir aber ein paar Tage vorher genau die gleiche Tasche schon mal gekauft. Ich weiß jetzt zwar natürlich noch nicht, was ich damit machen soll, aber da wird sich schon irgendwie eine Lösung finden. Vielleicht verkaufe ich einen oder gebe dem was, wenn ich einen Kassenbon finde, gebe ich einen zurück. Da schaue ich mal, wie ich da damit klarkomme. Zwei Taschen, yeah. Als nächstes haben wir Polarium DS. Ah, das heißt nur Polarium, okay, ohne DS. Ist aber für den Nintendo DS. Da geht es darum, weiße und schwarze Flächen umzudrehen, um ein Muster oder sowas zu bekommen. Das habe ich mal kurz im Nintendo Truck 2004 oder 2005 war das, angezockt. Weiß eigentlich auch gar nicht mehr so richtig, um was es hier geht. Ich weiß nur, es hat mir damals gefallen in dem Truck, aber ja. Mal schauen, ob es wirklich so toll ist, wie die Erinnerung sagt. Im Super-Duper-Angebot habe ich mir ein Mario Kart Wheel für den Nintendo 3DS gekauft. Das hat mich läppische 3 € gekostet auf dem Mond. Ja, ich habe es noch nicht mal ausgepackt, muss ich sagen. Das können wir auch gerade hier machen. Hier, da ist dieses Gerät. Eine Anleitung, mehrseitig. Und sogar so ein, ja, wie heißen die, so ein Trageband halt, sonst ist in dem Päckchen nichts mehr drin. Packen wir das aus. Es ist ziemlich handlich, würde ich sagen. Ich könnte mir ziemlich gut vorstellen, wenn da so ein DS drin hängt, dass man damit recht gut zocken kann. Hier sind noch L- und R-Tasten. Ja, scheint cool zu sein. Tropico 4 als nächstes ein Computerspiel. Das ist eine Art SimCity-wirtschaftsähnliche Simulation. Da baut man sein Imperium auf. In dem Fall eine Diktatur. Habe ich noch nie gespielt, kein Teil der Reihe. Meine Freundin auch noch nicht. Das ist eigentlich ihr Geschenk. Und ja, wir sind mal gespannt, wie das Spiel wird. Ich zock's bestimmt auch noch mal. Da meine Freundin ein Sims-Fan ist, habe ich ihr zum Geburtstag im September aber schon Sims 4 zum Release gekauft. Und jetzt vor kurzem nochmal das Lösungsbuch zu Sims 4. Keine Ahnung, also ich bin ein Lösungsbuch-Fan, ich liebe Lösungsbücher, die sind immer so cool illustriert. Da muss dann auch nicht bei jedem Kleinigkeit irgendwie bei Google oder so nachschauen, im Internet, keine Ahnung. Ich finde das immer cool. Die Dinger sind schön. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wie gesagt, ich bin ein Lösungsbücher-Fan und da habe ich mir das Lösungsbuch zu Pokémon Schwarze Edition 2 und Weiße Edition 2 gekauft. Das ist der Band 1. Der ist jetzt gebraucht, hat mich 6 € gekostet. Zustand ist, finde ich, nicht schlecht. Vor allem nicht für 6 €. Das Ding ist ungefähr so dick. Richtig Hammer. Und hier steht erstmal das Wichtigste, sage ich mal, drauf. Band 2 ist dann der Pokédex. Ob ich an den noch rankomme, weiß ich nicht. Das werden wir aber dann spätestens in einem Haul sehen. Und das Teuerste kommt zum Schluss und wahrscheinlich auch so ein bisschen das Highlight des ganzen Hauls jetzt ist, tada, ein Xbox 360 Controller. Wie sich jetzt vielleicht manche wundern, nein, die meisten werden sich nicht wundern, dann eigentlich die meisten noch nicht meine Konsolen kennen. Ich habe außer einer PlayStation 1
keine Nintendo-fremden Konsolen im Haus momentan. Aber trotzdem habe ich mir den Xbox-Controller gekauft, um am PC besser zocken zu können. Das ist einer mit Kabel, mit USB-Kabel. Und damit lässt sich echt super zocken. Ich habe das schon ein bisschen ausprobiert, wollte euch aber das Auspacken nicht vorenthalten. Dann packen wir mal das Ding hier aus. Box weg. Jo, da ist er. Hier unten haben wir 300 Tausende, nein, wie viel sind das? Sechs Stück, glaube ich. Sechs Zettel. Das sind wahrscheinlich alles Anleitungen in verschiedenen Sprachen. Die interessieren aber keinen Mensch. Das Ding ist Plug and Play. Ich hole das gute Stück hier raus. Ja, und das ist der Controller mit all seinen wahrscheinlich eher bekannten Knöpfen. Loopsticks, Aktionstasten, den sehr coolen Trigger-Tasten hier hinten, die finde ich am allergeilsten am ganzen Controller. Ich finde das Ding, ja, es liegt super in der Hand. Wir sind jetzt am Ende vom Haul. Ja, das ist nochmal ein kurzer Überblick über so fast alle Sachen, die ich jetzt aufs Bild bekommen habe. Ganz kleines Gimmick noch von mir. Ich habe mir heute noch ein Holzbrett gekauft für meine wiederentdeckte Leidenschaft zur Modelleisenbahn. Da möchte ich ein wenig anfangen zu bauen, denn ich habe jetzt auch endlich meine eigene Wohnung und nicht mehr nur ein eigenes Zimmer. Das heißt, es kann niemand mehr genervt sein von der Bahn, denn die kommt in die Abstellkammer. Und ansonsten sehen wir uns spätestens beim Let's Play heute Abend. Ja, und ansonsten halt auch beim nächsten Haul. Bis dahin, tschüss, euer Schmidt.